Fühlt euch gegrüßt, meine lieben Schweinebacken. Wir müssen uns jetzt darüber hangeln. Das ist aber nicht so ganz einfach. Zumindest stelle ich mich teilweise hier ziemlich bräsig an, wenn ich an diese Stelle komme und dann einen Satz nach unten mache. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Das muss man immer so ein bisschen abpassen, damit man, ja, nicht die Arschkarte zieht, sag ich mal. Aber es scheint nur einmal kurz. Ja, gut. Ah, scheiße, zurück. Nein, zurück. Ah, James. Nein! Weiter. Oh. Kehr. Wir haben noch Spaß miteinander. Ich sehe schon kommen. Ich denke, Sie könnten an dieser Metalloberfläche hochklettern. Q, du warst mal wieder deiner Zeit doppelt so schnell voraus und deswegen zu langsam. Falls euch das jetzt zu hoch war, mir war es jetzt auch zu hoch im Nachhinein. Mache ich jetzt Kamikaze? So, okay, ey, jetzt kannst du mich aber auch mal hier an die Füße küssen hier. James. Ach, das kannst du doch. Kerl, so hoch ist sie doch jetzt auch nicht. Halt dich doch einfach dran fest und zieh dich hoch. Ach, Mann. Wie kann man denn... Da kann man noch hoch, ja. Ne, hier kommt man hoch, glaube ich. Oder auch nicht. Oder hier. Irgendwie kann man hier hoch, das weiß ich noch. Ey, es ist doch nicht wahr hier. Was ist denn das? Wollt ihr mich verkackeiern? Ach, Mann. Ja, sagt nichts. Mir ist es gerade auch eingefallen. Und Moment. Ja. Das Hauptaugenmerk hier in diesem Areal ist diese Tür. 007, Sie müssen einen Weg durch diese Tür finden. Es muss einen Schaltkasten in der Nähe geben, der für den Schließmechanismus zuständig ist. Haste wahr, M. Haste wahr. Weil, wenn wir es versuchen würden, kommt so ein schönes Geräusch, das uns sagt, no. Kommst hier nicht rein. Ja, ja, geschlossene Gesellschaft. Wenn sie denn meinen... Machen wir mal hier ein bisschen, sonst wird's kalt. Da ist er. Weiterfeuern! Ach, Mann! Nein, nicht! Ah! Ach. Ja, das kommt davon, wenn man einmal die falsche Taste drückt. Und somit hat es sich ja doch gelohnt, dass wir unten die Panzerplatten gesehen haben. Yep. There it is. The Sniper. Normalerweise, obwohl, ich meine, die sind schon ein bisschen dämlich hier. Die KI ist nicht so ganz intelligent, denn die Tür ist aufgegangen und die wird wahrscheinlich nicht von selber aufgehen, denn so starke Windzüge wird das auch in Österreich nicht gehen. Ja, durchatmen. Ah, verdammt, fast hätte es geklappt. Naja, versuchen darf man es ja mal. Hi. Guten Abend. Guten Abend. Sagst du noch was anderes? Genießen Sie die Party. Werde ich tun, danke. Was hast du denn dafür ein... nee. Ich wollte jetzt nicht auf eine komische Höhe kommen. Ich wollte hier gucken, was du dafür ein Symbol drauf hast. Okay. Ja, muss ich jetzt nicht kennen. Nee, ich wollte nicht die Türklinken abklappern. Ich wollte... Bitte, amüsieren Sie sich. Ja, das werde ich tun. Sieh mal einer, guck. Ein Fotoapparat. Getarnt als... Ey, lauf mir nicht durchs Bild. Getarnt als Feuerzeug. Also wenn das nicht mal originell ist.
Wir sollen die Drusen hier fotografieren. Ah, ja, sie streicht mit ihrem Finger über die Glaskante. Ah, super. Ah, toll. Boah. Das kannst du total super, weißt du das? Ach komm, eins für mich. Braucht der MI6 eigentlich wissen. Und du? Ah, ja, ah, du hast auch schöne Haare. Ah, doch. Ja, 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 ja. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Ja. Hm. Na. Fuck. Schütt es dir doch sofort hier in den schönen. Ah. Ja, ach, hab ich doch gern getan. Gut. Ist euch was aufgefallen? Diese holde Maid wollte nicht fotografiert werden. Hm. Könnte das verdächtig sein? Ja, das ist es. Denn dies hier ist Kiko. Die werden wir hin. Bleibst du jetzt mal bitte? Muss ich dir ihren Stuhl hier vor die Beine stellen? Na bitte. William Shakespeare. Ja, ja. To beer or not to beer? That is the question. Zwei Bier oder keine zwei Bier? Das ist die Frage. So sieht es mal aus. Du musst nicht immer alles hier zu Kleinholz schlagen. Ja, James hat so eine leichte, aggressive Ader manchmal. Wir haben hier richtig schöne Betäubungspfeile. Ich glaube, drei oder vier Kerle lungern hier rum, stiften hier. Ach, scheiße. Oh, komm. Jetzt machen doch kalt! Ah, geh, 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 geh. Dass die immer so schießmütig alle sind. Müsste ja eine gewalttätige Kindheit gehabt haben. Scheiße. Ja gut. Tja. Hast du wohl die Rechnung ohne meine hammerharte Eisenfaust gemacht? Mein Kurzer. Wie? Hey, halt, natürlich. Boah, Leute. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Hab ich mich gerade erschrocken? Jetzt wird's aber eng. Haust du? Du Feigling! Du feige Socke! Ah, sowas liebe ich immer. Mein Gott, sind das scheiß Feiglinge, ey. Ja, fällt mir nichts mehr zu ein. Wir müssen aufpassen. Wir müssen echt aufpassen. Oh, haha. Nein. Boah. Schwein gehabt. Hat genau gepasst. Da könnt ihr immer wieder sehen, wie Helle diese schönen. Bitte, amüsieren Sie sich. Genießen Sie die Party. Sehen Sie sich nur um. Wie genial bist du denn bitte? Wow! Wow! Wow, 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 wow! Herrgott! Ist der jetzt weg? Ah, einer von der hartnäckigen Sorte. Ich mag das! Wie es der Joker sagen würde. Klong, klong. Ja, das habe ich... du solltest nicht schießen. Das habe ich immer noch nicht so ganz irgendwie raus, wer das eigentlich sein soll hier. Okay, er ist ja klar. Sagst du auch was? Ah! Ich habe gerade eigentlich ungewollt schon den Schalter betätigt, den ich eigentlich sowieso betätigen wollte. Gut. Er erzählt mir keine Geschichten aus dem Jenseits und... Ja. Was haben die hier gemacht, meine Güte?
Hättest mir auch mal sagen können, dass du da stehst, du. Ah, ich wusste es natürlich. Ich wusste es natürlich, als wäre es erst gestern. Ich werde diese Scheinwerfer abstellen, wenn ich mich hineinschleichen soll. James, wenn es hier irgendwo einen Generator oder einen Sicherungskasten für diese Scheinwerfer gibt, könnten wir sie ja vielleicht kurz abstellen. Oh, ich habe noch nie eine bessere Bauchrednerin als dich gesehen. Ich werde eine Art Ablenkung brauchen, wenn ich da unbemerkt hineingehe. Ja, weiß ich doch. Ich werde eine Art Ablenkung... Ja, ich gehe ja schon weg von dir, Kerl, nerv mich nicht. Es ist, kümmert ihn auch überhaupt nicht, dass er irgendwie da aufschlägt und mal ein paar Laute von sich gibt, so schreit. Ich meine, er hat natürlich total leise geschrien, das konnte man natürlich nicht hören, dann ist natürlich alles entschuldigt. Manchmal ist es einfach hohl. Nothing. Radio contact is limited. I don't see him on radar either. Keep hailing him. He should be getting close soon. Dieses Englisch ist so genial. Radio contact is limited. I can see no radar either. Hallo? Ich habe dir gerade circa 4 Kugeln in den Kopf verpasst und du bist nicht gestorben. Was bist du eigentlich für eine dramaturgische, dramageile Rampensau hier oben? Och, lassen wir ihn mal kommen und dann renne ich mal so ganz mir nichts, dir nichts, so ganz scheinheilig um die Ecke. Scheiße. Aber wir wissen ja noch, oben ist ja die... Wow. Oben ist ja... Das finde ich zum Beispiel auch richtig geil in diesem Spiel, dass da so authentische Schusslöcher überall dann sind. Oh, Mann! Ah, fast. Na gut. Na, du mal... Sag mal. Ey. Die Türen gehen einfach wieder zu hier. Was soll denn das? Oh! Oh, Leute. Ich krieg hier gerade. Oh, er ist weggeflogen. Ich krieg hier gerade einen halben Herzkasper, ey. Oh, sag mal, was... Boah, die hat mich ja gerade behumst, ey. Mein... Oh. Oh, bleib doch... Das ist wie so ein Schießstand hier auf der Kirmes. Aber wirklich. Tja. Da hinten stand auch eben einer. Oder ist er erst gekommen, als wir hier waren? Ich habe gerade etwas sehr Perverses verstanden. Nicht ergiebig, sondern... Naja, okay. Boah! Da hat's dir die Galle weggefetzt, ey. Bam! Ohne zu saufen. Ja, ich auch. Die ist... Ja, ich komm. Oh, halt die. Na, halt die Guschen. Nein, Shade. Ja, ich weiß es. Ah, diese Gesellschaft, die ich hier habe, ist zwar nicht so liebreizend wie du. Er hat eine Bombe geworfen. Er hat eine Bombe geworfen. Mein Name ist Bond. James Bond. So. Das ist kein billiger Disco-Effekt, nein, das ist eine sogenannte Rauchgranate. Smoke on the wood floor. Ja. Jatso Stomitasa! Jatso Stomitasa! Ah!
Ja. Cool, okay. Hossa. Kann man... Nee. Oh, es ist ja alles hier robust. Es ist... Ja, Ikea, ne? Oh. Oh. Bitte? Jetzt zur Kokonigo. Ja, ja. Ja, wo bist denn du? Sprich Deutsch mit mir, wenn du schon mit mir im Schiff bist. Komm, Katze! Wait, wait, wo, 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 wo? Wo? Scheiße! Ja. Bam, 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 bam! In your face. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Habe ich den jetzt schon kalt gemacht? Oh, yeah. Ich stand doch hinter diesem einen bekackten Pfeiler. Ja, nö. Hey, hallo? Wer wo? Kann doch nicht so. Oh, super, in dem Moment geht die Brille weg. Ich krieg die Krise. Oh. Ja, toll. Ja. Wo kommst denn du her? Wo kommt denn ihr her? Hallo? Ich stehe... Liebe Leute, ich stehe neben einer Wachperson. Ich bin ein Eindringling. Hi, ich bin ein Eindringling. Darf ich dir zur Begrüßung die Hand reichen? Oh, oh, sorry, oh, oh. Oh. Nein! Du... Dämlicher! Ah, oh, Mann! Ich hau dir aufs Ohr! So, Alex, jetzt weißt du auch, wo das Geräusch herkommt. über die ich euch ja hintenrum zu der, Sie brauchen den Decoder, um sich in das System zu hacken. Hacken! Hacken! Brauchen den Decoder, um sich in das System zu hacken. Hacken, hacken. Übrigens, ein System, was bereits gehackt wurde, nennt man im japanischen Volksmund auch gehacktes. Ja, ja. Boah, war der gut. Die läuft auf mich zu und merkt mich nicht. Oh, genau, renn zu mir. Das ist die beste Möglichkeit, die du ergreifen konntest. Wie ein Bum 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 Bumerang komm ich immer wieder bei an. Eins, zwei, drei. Boah! Boah! Leute! Auge! Das war ja vielleicht mal episch. Bei der dritten von vier Ziffern habe ich ihn erwischt. Wie geil ist denn das bitte? Scheiße! Dafür bin ich in die Kamera gelaufen. Oh. Auge! Was ist wie? Ah,
jetzt müssen wir, glaube ich. Ich weiß, wo wir hin müssen. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your place? You're the pretender. What if I say I will never surrender? Yeah. Benjamin Blümchen, deine Welt ist schön. Nein. Das ist Alex Mitty. Das werde ich nicht anhören. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links, links, rechts, rechts. Nein, das war einmal zu viel. Hier müssen wir rein. Und nur durch meinen hypnotisierenden Blick habe ich dieses Kartenlesegerät ja gehörig verkackeiert. Jatsus, du mit der Sache. Sie bleiben tagelang zu Hause, peitschen sich gegenseitig aus und sie zerschneiden sich mit Glas. Oh, dürfen die das? Jedenfalls darf ich euch, ja, terminieren. Ja, nicht so viel essen, dann wird's einem auch nicht so schlecht. Und die Bewegungen sind viel schwerfälliger. Und ja, deswegen eignet sich dieses Spiel jetzt auch genug für Österreicher. Das geht nicht offen. Das geht nicht offen, ja. Der Tür geht nicht offen, Alter. Aua! Aber heftig. Wenn sie jetzt aufgeben, mache ich es kurz und schmerzlos. Scheiße! Nein! Ach, Kacke! Ich wollte nicht schmeißen. Ja, Jotso Stomitasa. Könnt ihr auch was anderes sagen? Was? Bonjour! Ey, Ja. Au, 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 au. Ja. Hau drauf. Umleitung. Hihi. Tja, genau das wollte ich nämlich. Guckt euch das an. Du bist doch wohl selbst nicht, du Fatzke. Wo bist du? Ja, das war... Wah! Ah! Scheiße! Oh, Leute, ich und Horrorspiele, ey. Ja, super. Ja, hat's hier Kokomitosa. Zeig dich! Ja, Kokomitosa! Ja, ist alles klar, Kokomiyasa. Wo? Ja, Hauskomadezeba. Hallo? Wir sind hier nicht auf der Kirmes, bleib mal stehen. Ja. Hör auf zu meckern, komm ins Bild. Wir
gehen jetzt hier raus. Das wird ein Munitionsschmaus. Wow! Scheiße. Der ist doch... Wo ist der denn hingeflogen? Scheiße. Danke, Heinz Günther. Das war ziemlich geil. Das war auch ziemlich geil. Lass mich doch mal in Ruhe husten, ey. Ihr habt doch einen Schaden, habt ihr doch. Das ist die einzige Möglichkeit. Tut mir leid, aber... Komm. Komm, Selbstgespräche kannst du auch jenseits führen, du... Dämliche Schwanzratte, du. Ah! Der hat eine ordentliche Kugel im Schritt. Mehrere sogar. Also mehr als zwei auch sogar. Also, ne? Ja, ihr wisst, ja, ich red mich um Kopf und Kragen. Ja. Fuck. Ey. Scheiße. Hallo. Bin ich gegen eine Säule gelaufen? Ich brauche ein Leben. Ich brauche sogar zwei. Tja. Ich will kein Arschgeweih. Ich will nur ein Leben. Mehr soll's doch auch gar nicht geben. Verdammt nochmal. Gleich fress ich einen Aal. Oder einen Wal. Ich hätte ja die Wahl. Obwohl ein Wal wäre eine Qual. Gibt es hier Leben? Sonst springe ich gleich so heftig auf den Boden, dann gibt's ein Erdbeben. Das wollen wir doch alle nicht. Alle wollen lieber Gicht als ein Erdbeben zu erleben. Ja. Auch das ist doch eine Verarsche. Deckungsfeuer! Toll. Wirf, wirf! Es ist der Eindringling! Perfekt. Wow! In your face! Verdammt nochmal! Und jetzt will ich diese Kackmission beenden! Leckt mich alle am Mokka und am Arsch! Wer bist du? Bist du ein Spionagemechanismus oder wie das heißt? Ja, genau du. Aua! Oh! Ich saufe ab. Die Geräusche sind ja mal geil.
Ja, kann ich auch. Ja, das war. Das mache ich jetzt nochmal. Verstecke den Zwecklos! Das wäre der schreckhafte Dave. Ja, vor dir habe ich mich jetzt aber überhaupt nicht erschreckt, also nee. Es macht Spaß, es macht Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn man das bei so einem Spiel sagt, dann klingt das immer so, als wenn man selber so ein total gewalttätiges, asoziales Arschloch wäre. Nein, aber es macht einfach Spaß. Hallo? Hallo? Oh, geh mir weg, du Heini. Ist das ein Raketenwerfer? Das ist ein Raketenwerfer. Falsch, das ist nicht ein Raketenwerfer, das ist mein Raketenwerfer. Da oben ist auch noch... Ups. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich tolle Q-Brille heiß. Wir müssen hier irgendwo was anbringen. Nur wo? Hier irgendwas dran machen? Scheiße. Ja, James. Ah, ja. Ah, oh, er wird geil unter Wasser. Scheiße, scheiße, scheiße. Da kriegt er, da, ja, ja, ja. Ja, ja, James, ist okay. Karte? Hier ist meine Karte. So wie der Joker, but, genau, in The Dark Knight. Hier ist... Bleiben Sie ganz ruhig. Hier ist meine Karte. Okay. Er kriegt schon Zittring. Wow! Triple Kill! Leute, ihr seid so armselig. Das ist unglaublich. Man könnte ja jetzt mal so ganz still sein, damit der James Bond bloß nicht mitkriegt, dass da jemand drin ist, aber nein. Boah! Flying away, yeah, yeah, yeah. I want to get away, and I want flying away, yeah, 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 yeah. I want to get away, and I want to fly away, yeah, yeah. Yeah! Yeah, 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 yeah! Mädel, hast du schon mal einen Raketenwerfer in der Fresse gehabt? Der Fraser? Ich glaube, es wird Zeit für diese einschneidende Erfahrung. Nein. Schade. Moment, das möchte ich mal probieren. Ey! Ich wollte ihn abschießen. Ey, ich wollte ihn abschießen. Was soll der Kack denn jetzt hier? Truse. Ich knall hier gleich mal ein paar schlagkräftige Argumente irgendwo noch hier bei. Kerr. Ah. Ah, schau mich an. Aha. Du bist die Frau, die alles kann. Oh, wow. Oh, hör mir zu. Ich bin tausendmal besser. Tausendmal besser als wie du. Halt die Fresse. Scheiße, mein Dingens ist schon wieder hier. Ich krieg das nie mit, wenn der vibriert. Das ist voll doof momentan. Ich hab den irgendwie doof hier liegen. Das. Ja. Das hat mich jetzt nicht
beeindruckt. Ah, kurzer Prozess, ne? Ich hab dir in den Schuh geschossen. Junge, du kannst es knicken. Ich freue mich jetzt echt darüber. Nicht, dass man tausendmal an einer Stelle rumhängt und jetzt vibriert es hier auf meinem Schoß. Nein, nicht falsch verstehen. Ruhe im Karton hier. Das hält das Auto natürlich aus. Natürlich. Ja, der Udo sagt auch, hier, James, der muss einfach mal schwimmen, ne? Also das geht ja, ne? Es war, da muss irgendwie die Brücke, die muss weg. Also, nee, also wirklich nicht. Das ist ja, Anblick für, ja, weiß ich auch nicht. Das kannst du total knicken, ja? Also, nee, wirklich, das ist überhaupt nicht cool und, oh, nee, also. Oh, James, da hast du die Sprengladung automatisch angebracht. Das ist ziemlich cool. Das hätte ich jetzt so gar nicht gekonnt. Und sogar ohne Hände und einfach so da dran geklatscht. Ey, wie, was weiß ich, wie so ein Hit von mir, weißt du? Den klatsche ich dir auch voll in die Fräse. Und dann hörst du den und dann bist du total hin und weg vom Fenster. Ja. Udo, du hast mich abgelenkt. Ja, das ist ja gar nicht wahr. Also du musst auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Das ist wirklich so. Ich finde, du passt nicht so gut auf hier gerade. Das ist, du musst auch mal hinten, vorne, links, rechts, diagonal alles abchecken, ne? Ja, also, so wie in meinen Songs, weißt du, meine Songs, die sind so vielschichtig, Alter. Da musst du echt schon gucken, dass du da das ganze Meaning da rauskriegst, ne? Was die alles bedeuten. Ja. Ah. Das war gut. Danke, dass Sie meinen Hintern im Auge behalten. Auf den habe ich schon immer ein Auge geworfen, Adora. Sollen wir. Hochspannung. Oh, Spannung, Spannung. Mit Spannung erwarten wir, was Adora... ja. Aha. Es ist schon interessant, was sie da alles dreht und wendet und ja... Also man kann mir ja erzählen, was man will, aber allein die Farbe dieser Hose, ne? Dieser Pants, die Farbe dieser Hose, ist schon sehr, 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 sehr ähnlich angelehnt an die von Lara Croft. Ich hab dich gesehen. Bewegung, Bewegung! Oh, du brauchst aber lange zum Sterben, machst aber dramatisch. Oh! Ja. La la. Ah, göttlich. Bewegung, Bewegung. Einer ist noch hier. Mindestens. Ich laber nicht so viel rein, wenn hier geschossen wird, weil sonst kann es sein, dass er schnell mal übersteuert. Und das muss ja nicht sein. Na, wie oft willst du es noch sagen? Ja, schön für dich. Es ist jetzt... Och komm, ich spule einfach mal alles ab, was ich so an Befehlen gelernt habe. Tja, ob es jetzt Sinn ergibt, ist eine andere Sache. Ich bin getroffen. Ja, ist ja okay jetzt. Ich bin getroffen. Ja... Hier bricht man, glaube ich, irgendwie runter. Auf den Tisch. Ich weiß ja nicht. Dann kommt man. Falls ihr Lust auf einen weiteren sehr guten Shooter habt, wie diesen hier,
dann empfehle ich euch wirklich Cold Winter, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Und es kann mir gut vorstellen, dass ihr es noch nicht kennt, weil ich glaube, so bekannt ist es nicht. Alex Flattermann 85 hat das Let's Played. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Auch guckt euch alles andere von ihm an. Er ist ein super Let's Player. Er hat gerade ca. 50 Abos beisammen. Und das hat er Let's Played. Und ja, eine sehr gute Story, muss ich sagen, von dem Dessen Tür, von dem Shooter. Ja, nur zu empfehlen, also wirklich. Wow! Scheiße, 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 scheiße! Wie geil seid ihr denn? Oh, ey, ich krieg schon wieder einen halben Herzkollaps hier. Ich hatte doch gerade schon volle Energie, oder nicht? Den habe ich mit den Fäusten gekillt, nicht mit der Waffe. Ja, 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 ist klar. Wow, geil, das habe ich noch nie gesehen. Alter, das sieht geil aus. Vor allem für 2002. Ich wusste, dass da noch wer kommt. Ich bin so gut. Noch 3 Minuten. Das sollten wir eigentlich schaffen. Nein! Scheiße! Kacke. Ja, jetzt schieb keinen Stress. Stimmt, kacke. Noch 1 Minute. Oh, Mädel, mach. Noch 1 Minute. Bitte, 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 bitte. Niemand wird sie im Weltall schreien hören, Mr. Bond. Außer mir. Aber du bist ganz schöner Feigling, ne? Du machst deinem... aber wie geil... Hallo? Hallo? Ah, er qualmt schon. Evakuieren. Oh. Wiederhole. Evakuieren. Ja, eine Seite. Jetzt weiß ich nicht welche. Geschüttelt, nicht gerührt. Oder war es gerührt, nicht geschüttelt? Definitiv gerührt. Astronomen auf dem gesamten Erdball berichten von unerwarteten Meteoritenschauern. Gut gemacht, 007. Dann hat M sicher nichts dagegen, wenn ich mir ein paar Tage frei nehme. Soll der Autopilot unseren Chauffeur spielen? Oh, James. Gut, liebe Leute, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder in einem anderen Let's Play von mir. Bleibt mir treu und ja,
alles Gute. Haben wir viel gelernt in diesem Let's Play. Recht herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.